Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body. Das ist Part 1 von meiner Abnehmserie. Ich werde euch zeigen, was macht ihr möglicherweise falsch, dass ihr nicht abnehmt, dass euer Körper nicht straffer wird. Einfach so ein bisschen Tipps und Hacks, an was es liegen könnte. Jetzt, wir haben zuerst mal Diät, oder nein, falsch. Das war ein Durcheinander. Wir haben Tipp Nummer 1, macht keine Diäten. So, gut, also, und zwar, bei den Diäten ist das Problem folgendes, ich muss vielleicht noch schnell erklären, ich rede von Diät als Diätform und nicht von Diät. Diät wird teilweise auch so ein bisschen bezeichnet als Ernährungsform von gewissen Sachen. Ich rede nicht von dem, ich rede wirklich Diät, so wie ihr sie wahrscheinlich im Umgangssprachlichen auch kennt. Bei der Diät ist das Problem, dass man häufig sich sehr einseitig ernährt und sehr wenig Kalorien zu sich nimmt. Jetzt, ich habe das Gefühl, früher war das Ganze noch nicht so extrem. Klar hat man Kohlsuppe-Diäten gehabt, man hat Ananas-Diät gehabt, man weiss Gott was für Diäten gehabt. Aber ich habe das Gefühl, es war nicht so dreist. Heutzutage wird den Leuten wirklich freches Geld aus den Hosentaschen gezogen mit irgendwelchen HCG-Diäten und weiss der Gucker was alles. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich kenne die gar nicht alle, interessiert mich überhaupt nicht. Aber den Leuten wird eigentlich so etwas vorgegaukelt, natürlich. Wir haben noch so ein bisschen den Globuli-Effekt. Die Leute haben das Gefühl, doch, mal irgendwie, das muss funktionieren. Ich habe viel Geld gezahlt. Ich kenne noch andere Leute, die auch Erfolg haben. Da möchte ich gerade noch schnell einwerfen. Bitte, bitte, wenn jemand Erfolg hat, schaut immer wie lange. Eine Diät ist immer kurzfristig gedacht. Das ist wirklich, wenn ihr für ein Event abnehmen wollt, dann kann das etwas sein. Aber seid euch einfach am Risiko bewusst, dass ihr nachher wahrscheinlich wieder zunehmen werdet. Jetzt das Hauptproblem bei Diäten ist tatsächlich, dass ihr sehr wenig Kalorien zu euch nehmt. Häufig geht man sogar unter den Grundumsatz. Und das heisst, euer Körper wird so etwas runtergefahren. Er tut eigentlich nur noch Energie fürs Wichtige aufwenden. Ihr werdet sehr müde, so ein bisschen lethargisch, sehr gereizt auch. Das merke ich gerade. Ich habe viele Frauen in der Beratung, die auch sehr, wie sagt man, so ein bisschen nahe am Wasser bauen sind auf einmal. Und durch das geht natürlich auch euer Grundumsatz runter. Also das heisst, ist ja schön und recht, wenn ihr nur noch euer Gemüse esst. Aber durch das geht euer Grundumsatz runter. Ihr habt eigentlich keine Bewegung mehr. Oder man schaut, der Körper schaut eigentlich, dass er ja keine zusätzliche Energie verbrennt. Und durch das fährt er das alles runter. Und sobald ihr halt wieder anfängt zu essen und normal essen, habt ihr halt all die Kalorien, die zwar wieder reinkommen, aber ich kann nicht mehr unbedingt das essen, was ihr vorher essen konnte, einfach weil euer Grundumsatz tiefer ist. Das ist einmal das eine. Dazu kommt, dass man bei Diäten eigentlich nicht so viel lernt. Diäten sind, wie gesagt, meistens sehr einseitig. Es ist ja nicht irgendeine Lebensumstellung oder etwas. Und durch das haben wir eigentlich nach wie vor kein Blassen, was eine gesunde Ernährung wäre. Das heisst, ihr habt euch jetzt vielleicht 3 Wochen lang oder 10 Wochen lang nach Plan XY ernährt und haben sicher auch Erfolg durch das. Ich meine, das muss ja passieren, weil die Programme haben ja schon Erfolg. Aber eben, ich habe das glaube schon mal in einem Video erwähnt, sie wollen einfach das Fötterli nach 9 oder 10 Wochen oder was es dann auch immer ist. Und dann hat es sich für sie erledigt, in den meisten Fällen. Und das müsst ihr euch einfach bewusst sein. Wenn euch das bewusst ist, macht das, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt für einen bestimmten Anlass so und so aussehen. Okay, geht das Risiko ein. Seid euch nachher einfach bewusst, ihr könnt schwerer rauskommen, wenn ihr vorher seid. Und meiner Meinung nach, ich verstehe das sowieso nicht ganz, wenn Leute sich für einen Anlass shapen wollen, weil für mich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ist das eine Lebenseinstellung. Das ist nicht einfach etwas, das ich für 10 Wochen machen will. Das ist mein Leben, darum gibt es auch, es gibt keine Off-Season oder irgendetwas für mich. Das ist mein Leben. Ich esse alles immer, aber in Massen. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute heutzutage ein bisschen lernen müssen. Immer noch nicht vom einen Extrem ins andere stürzen, sondern einfach mal lernen, was tut meinem Körper gut, was kann ich mir gönnen, was muss ich dafür machen. Das zu den Diäten.
Dann haben wir Nummer 2, und zwar geht es um den Sport und vor allem darum, das Belohnen nach dem Sport. Wie man weiss, macht die Ernährung bei der Gewichtsabnahme über 70% aus. Nicht nur bei der Gewichtsabnahme, sondern eigentlich auch bei der Gewichtszunahme. Und der Sport macht etwa 30% aus. Das heisst, der Sport hat einen relativ kleinen Anteil in dem Ganzen. Und viele Leute gehen dann natürlich joggen, sind eine Stunde rennen, sagen, sie haben 500 Kalorien verbrannt. Das ist einfach mal in den Raum geworfen. Das müsst ihr euch nicht jetzt auf einmal das Gefühl haben, verbrennen 500 Kalorien. Das ist einfach mal eine Angabe. Wenn wir die 500 Kalorien haben, was passiert? Sie kommen am Abend heim und denken, oh, heute bin ich rennen. Und habe ja eigentlich grundsätzlich noch gut gegessen. Doch heute gönne ich mir ein Dessert. Und nachher ist das Ganze einfach schon wieder nicht aufgegangen. Das Problem häufig ist, dass die Leute ja nicht eine Stunde rennen, sondern sie gehen vielleicht eine halbe Stunde rennen, rechnen wir noch mit 250 Kalorien. Und die 250 Kalorien sind schlussendlich ein Mars oder ein Twix. Und nur schon, wenn das zusätzlich kommt, ich rede von zusätzlich, dann bist du ja wieder auf Null. Also das heisst, das, wo du bist rennen, hast du wieder gegessen und du bist eigentlich wieder gleich weit, wie wenn du nicht rennen und nicht gegessen hast. Und schon klar gibt es einem ein besseres Gefühl. Wenn es nur ums Gefühl geht, ist das absolut eine coole Idee. Aber erwartet darum nicht, dass er abnimmt. Dann haben wir den Tipp Nummer 3. Das ist der, wo mir glaub fast so chli, ich weiß auch nicht, das ist so chli mein Tipp für alle. Und zwar geht es um vermeintlich gesunde Lebensmittel. Versteht mich bitte nicht falsch bei diesem Thema. Für mich hat jedes Lebensmittel so chli seine Berechtigung. Ich esse sehr gern und ich finde auch für jedes Lebensmittel einen Grund, wieso das dasselbe steht. Aber es gibt einfach Teilsachen, wo momentan mega gehypt werden und die sicher auch gesund sind, aber vielleicht so viel davon und nicht so viel. Und das kann mega Unterschied machen. Ich rede hier davon, vor allem gerade von Avocado, das wisst ihr, das habe ich schon mal erwähnt. Es geht um gekauften Hummus, der unendlich viel Olivenöl drin hat, wo Sesampaste drin hat, wo teilweise sehr viele Geschmacksverstärker noch drin haben, je nachdem, wo ihr ihn kauft. Es geht um Nüsse, die auch, verstehe mich nicht falsch, Nüsse sind gesund, aber vielleicht 10 am Tag und nicht eine Handvoll. Weil das ist auch so etwas, ich finde das mega frech, also eigentlich ja lässig, dass der Migros und der Coop oder all unsere Läden eigentlich vorne drauf anschreiben, 30 Gramm sind gleich 200 Kalorien. Und dann steht eine Handvoll. Aber kommt ein bisschen darauf an, wie ihr die Hand interpretiert. Und viele nehmen halt eine Handvoll. Und das ist unglaublich viel Fett und vor allem eben auch Kalorien. Und wenn natürlich jemand das Gefühl hat, ich gehe jetzt einfach mal von einem einfachen Beispiel aus, ihr macht euch am Morgen ein Avocado-Brötchen, nehmt, weiss ich auch nicht, 2 Stück Brot, nehmt ein Avocado drauf, vielleicht noch ein Spiegelei, gut ist, sind wir wahrscheinlich schon relativ gut drin von den Kalorien und vom Fettwert sicher auch. Dann haben ja viele das Gefühl, ich esse ein bisschen Trockenfrüchte und Nüsse zur Zwischenmahlzeit. Gehen wir davon aus, die Person isst die am 10 Uhr, sicher schon im Überschuss. Dann isst sie zum Mittag, sagen wir, es gibt im, es ist echt mega fies, ich will da nicht schlecht reden gegen die Migros, gar nicht. Aber sie haben einen Hummus, der hat ein Döschen etwa 750 Kalorien. Und ich habe viele Kundinnen, die diesen Hummus mit ein bisschen Gurken und Rüebli essen und das Gefühl haben, sie haben eigentlich eine Diätmahlzeit zu sich genommen. Gut, wir sind also bei 750 plus Kalorien, haben dann vielleicht am Nachmittag noch mal irgendein so ein Nüsse, Trockenfrüchte. Es kann auch mal sein, dass sie etwas Gutes tun wollen mit irgendeinem Riegel oder so. Und am Abend haben ja dann die Leute das Gefühl, oh, eigentlich mega wenig gegessen, oder? Mengenmässig ist es ja eigentlich nicht viel. Und eben nur Hummus zum Mittag und zum Morgen ein gesundes Avocado-Brötchen. Ach komm, heute gönne ich mir die Pizza. Und vielleicht sind sie noch eine halbe Stunde gelaufen. Und die Pizza hat etwa 1000 bis 1500 Kalorien. Man muss sagen, bei einer Frau, ich rechne mit etwa 2000 bis 2500 Kalorien, kommt mega auf das Aktivitätsniveau drauf an. Aber einfach, dass ihr so plus minus ein Mass habt, wenn ihr euch gar nicht auskennt mit Kalorien. Und seht ihr, dass der Rahmen sich recht sprengt. Also,
Diese Rechnung geht schlussendlich einfach nicht auf. Auch wenn alles, abgesehen von der Pizza, aber auch die kann selber gemacht sein und sie hat so viele Kalorien, auch wenn alles mega gesund gedacht ist, sind es unendlich viele Kalorien, die ihr euch nicht bewusst sind. Das sind meine ersten drei Tipps. Das nächste Video kommt bald. Wenn ihr irgendeine Frage dazu habt, dann meldet euch. Ich freue mich auf das nächste Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.